Wie gewöhnlich betrat der Professor sein Arbeitszimmer und schaute aus dem offenen Fenster. Der Zufall wollte es, dass er das Rufen eines Tieres vernahm und nach ihm Ausschau hielt. Und tatsächlich, sein Blick traf auf eine Eule, die sich mit einem Spatz zu unterhalten schien. Worüber mochten sie wohl sprechen? Und so lauschen wir wieder dem Gespräch zwischen dem Spatz und der Eule. Du, Eule, beim letzten Treffen sprachen wir über zwei Arten von Religion. Die äußere und die innere. Zwei, hörst du? Deshalb verstehe ich nicht, warum es dann so viele verschiedene Religionen gibt. Es gibt 7 große Religionen und unzählige kleine Abspaltungen. Dafür gibt es 2 wesentliche Gründe. Schon wieder 2? Ja, witzig, was? Ein Grund ist, dass die Menschheit, seitdem sie hier auf der Erde lebt, ebenso wie jeder einzelne Mensch, auch eine geistige Entwicklung durchmacht. Das heißt, in jedem Zeitalter hatte die Religion ein anderes Gesicht, einen anderen Gott, andere Gebete und so weiter. Klar, die Indianer lebten eben ganz anders als die Deutschen oder als die Asiaten. Stimmt. Und zweitens hat jede Rasse, jedes Volk eine eigene Kultur, die eigene Sprache und eben auch spezielle religiöse Traditionen. Aber wenn es nur einen Gott gibt, warum sind dann die Religionen so unterschiedlich? Gute Frage, weil es in jeder Epoche eine Methode geben muss, die der Zeit und dem Leben der Menschen angepasst ist. Dadurch begreifen die Menschen, um was es bei Religion geht. Und wer hat diese Methoden erfunden? Wir wissen aus der Menschheitsgeschichte, dass es in den verschiedenen Zeitaltern immer wieder göttliche Botschafter gegeben hat, die den Menschen von der Religio, von der Wiederverbindung mit Gott, erzählt haben. Und das geschieht immer auf eine spezielle Weise. Göttliche Botschafter? Wer denn zum Beispiel? Der letzte große Menschheitslehrer in der westlichen Welt war Jesus Christus. Ah, deshalb Christentum. Richtig. Und davor gab es Buddha in Indien, Zarathustra in Persien, Lao Tse in China, der Prophet Mohammed in... Ach, wenn ich mir das Treiben in der Welt so anschaue, sind die Glaubensgemeinschaften und Kirchen sich alle nicht grün. Ja, das war schon immer so und setzt sich bis heute fort. Warum streiten sie sich überhaupt? Es ist verrückt, aber jede Gruppe behauptet, dass sie den richtigen Gott anbetet und den besseren Glauben hat. Aber woher wollen die denn wissen, wer der echte Gott ist? Genau, das ist der springende Punkt. Die meisten religiösen Gruppen berufen sich nämlich auf eine Schrift, die der Religionsstifter geschrieben und hinterlassen hat. Diese Lehre wurde die Grundlage für die religiöse Praxis, also für das religiöse Leben. So ein Quatsch. Man sagt doch, dass Papier geduldig ist, oder? Du bist so scharfsinnig, Spatz. Genau das ist der Haken. Die Gläubigen berufen sich auf eine heilige Schrift statt auf ihre innere Erfahrung des Göttlichen. Wenn alle Menschen Gott im Inneren erleben würden, gäbe es auch keinen Streit mehr. Warte mal, das verstehe ich nicht ganz. Ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, die Sonne scheint. Die einen bekommen einen Sonnenbrand, die anderen werden knackig braun. Und wieder andere im Schatten bekommen Kopfschmerzen. Na? Also jeder reagiert anders. Ja, obwohl es nur diese eine Sonne ist, die scheint. Das große Eine, nennen wir es Gott, berührt mit seiner Strahlung alles und alle in gleicher Weise. Aber sie wirkt in jedem Menschen auf eine andere Art. Verstehe. Es könnte also alle Konkurrenz vermieden werden. Ja, aber nicht nur das. Die äußere Form der Religion hätte nicht mehr die zentrale Bedeutung, sondern die innerliche Gotterkenntnis stünde für die Gläubigen im Mittelpunkt. Dann sähe die Welt besser aus. Denn Menschen, in denen wirklich der göttliche Geist wirksam ist, würden keine Kriege wegen der religiösen Überzeugung führen. Klar, und die Menschen wären toleranter gegenüber anderen Menschen. Richtig, denn innerlich würden alle denselben Gott anbeten und lieben. Eule, hast du was gemerkt? Was meinst du? Wir haben schön geträumt. Die Wirklichkeit ist doch ganz anders. Ja, einerseits hast du recht.
Andererseits hilft es uns zu überlegen, wie wir die Sache sehen und was wir selbst tun können. Okay, jeder denkt sich bis zum nächsten Mal was aus. Viel Erfolg! In der Begegnung unterschiedlicher Religionen zeigen sich oft Unverständnis, Konkurrenz und gegenseitige Intoleranz. Der suchende Mensch wird den spirituellen Weg wählen, der seiner aktuellen Seelenverfassung am besten entspricht. Unabhängig von der äußeren Form der religiösen Richtung wird sich in der inneren Gotteserkenntnis die universelle Lehre bestätigen. Na, Spatz, weißt du noch? Wir hatten das letzte Mal unter anderem über die äußere Form der Religion und auch um innerliche Gotteserkenntnis gesprochen. Hast du darüber nachgedacht? Ich glaube, der innere Gott ist mir der Liebste. Und dir? Ich habe mir früher mal einige religiöse Gruppen angeschaut und dann in mich hineingehört. Und was hast du gehört? Eigentlich nichts. Ich weiß aber, dass das Göttliche in mir lebendig ist. Du Eule, vielleicht haben wir dasselbe gehört. Möglich. Aber selbst wenn wir beide die innerliche Religion wählen, gibt es Millionen, die sich mit anderen Gläubigen streiten. Wenn also Religion nicht gleich Religion ist, dann... Religion ist ein Überbegriff. Ah ja, und über was? Es gibt zig Kirchen, religiöse Gemeinschaften, Vereine, spirituelle Gruppen. Stopp mal, zig? Was ist denn das? Das bedeutet einfach, es gibt unzählige Gruppen der verschiedensten Art. Ach so. Das fängt an bei den Strenggläubigen, die sich bis aufs Komma an die religiösen Vorschriften halten. Dann gibt es die normalen Kirchenbesucher bis hin zu freichristlichen Gruppen, esoterischen Vereinigungen und spirituellen Gruppen mit oder ohne Meister. Und außerdem gibt es die spirituellen Individualisten ohne Gruppe. Da wird einem ja schwindelig. Ich kann doch nicht alle Gruppen besuchen. Wie soll man denn da auswählen und sich entscheiden? Der Vorteil ist, dass für jeden Menschen etwas dabei ist. Also wie im Kaufhaus. Nehme ich den roten oder den blauen Pulli? Oder doch lieber den grünen? Nein, jeder Mensch wählt meistens unbewusst das aus, was zu seiner Seele passt. Er wählt das, was sein Bewusstsein anspricht. Aha, aber wenn er eine äußere Religion wählt, dann bleibt alles beim Alten und der Streit geht weiter. Ja, die innerliche Religion ist tolerant, weil das Äußere nicht das Wesentliche ist. Das könnte zur Lösung des Problems beitragen. Du, Eule, was heißt denn tolerant? Tolerante Menschen können andere so lassen, wie sie sind. Sie dulden ihre Mitmenschen, ohne sie zu bekämpfen, auch wenn sie andersartige Meinungen und Überzeugungen vertreten. Dies gilt für Politik, den Glauben, Lebensstil und so weiter. Tolerante Menschen sind irgendwie weitherzig und versöhnlich. Aber wenn man sich die Welt anschaut, ist von Toleranz nicht viel zu spüren. Das stimmt. Es gibt bei uns zwar Versuche bei den großen Kirchen, mehr die Gemeinsamkeiten zu sehen, statt die Unterschiede, aber... Aber wo man hinschaut, streiten Christen, Juden und Muslime miteinander. Oder bekämpfen sich sogar. Ja, genau. Dennoch gibt es auch bei diesen Leuten gute Ansätze. Und die wären? Wir sagten, dass jede äußere Religion auch eine Art innere Kirche hat, aber meistens ist das wenig bekannt. Sag mir mal ein Beispiel. Die frühen Christen waren nicht in einer Kirche organisiert, sondern in verschiedenen kleinen oder größeren Gruppen. Bei ihnen zählte vor allem das innere Erleben des Göttlichen. Erst später wurde dann die christliche Kirche gegründet. Warum das denn? Ja, weißt du, es gibt halt immer ein paar Leute, die wollen über andere bestimmen und meinen, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Die sagen den Gläubigen, wie und an was sie glauben sollen. Ganz schön frech. Man kann doch nicht äußerlich festlegen, was sich innerlich abspielt. Genau das ist der Punkt. Leider ist bei allen Religionen das innere Erleben des Göttlichen im Lauf der Zeit fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. Man muss solche Gruppen mit der Lupe suchen. Vorherrschend ist bis heute die äußerliche Religion mit ihren Dogmen und festgelegten Glaubensformen. Und wie ging es mit den frühen christlichen Gruppen weiter?
Einige davon nannten sich später Gnostiker. Ihre Lehre von der unmittelbaren göttlichen Erkenntnis, also der Gnosis, verbreitete sich in ganz Europa. Es gab kaum ein Volk, bei dem es nicht eine innere Kirche gab. Zum Beispiel die Manichäer in Persien, die Bogumilen in Italien, die Albigenser in Deutschland oder die Katharer in Frankreich. Gut, gut. Und was ist heute? Na, zum Beispiel die esoterische, innerliche Lehre der Juden heißt Kabbala. Im Islam gibt es die Sufis und den Sufismus. Es gibt weltweit unzählige buddhistische Gruppen, die sich alle auf die Lehren und das Leben Buddhas berufen. Okay, das genügt. Trotzdem, wie soll ich bitte schön weiterkommen, wenn ich nicht weiß, in welche Richtung? Es gibt da so ein Gesetz. Schon wieder eins, habe ich mir fast gedacht. Ja, dieses Gesetz funktioniert wie ein Magnet. Der zieht alles an, was aus Eisen ist, weil er selbst auch aus Eisen ist. Also, was du am meisten begehrst, das ziehst du an, das kommt zu dir. Wie? Was kommt zu mir? Etwas, was dich innerlich erfüllt, was dich zufrieden macht, was deinem Leben Sinn gibt. Was meinst du damit? Was ist das? Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Es ist eine innere Erfahrung, die sich anfühlt wie Freude, wie Licht, wie Ruhe. Es ist wie ein inneres Begreifen des Geistigen, wie das Gefühl, dass es wahr ist. Eule, ich werde in nächster Zeit darauf achten, ob ich auch so etwas wie du erfahre. In meinem Inneren, meine ich.